Dann von links nach rechts hier einen dicken Brocken Selbstvertrauen holen. Also wie gesagt, stark da vorne mit Ito. Und er kommt nicht zum Schuss. Orel Bagoretzka, der da scheiterte. So ein leichter Lupfer von Leon Goretzka. Gibt es da eigentlich auch noch eine linke Seite bei den Bayern? Jo, komm an. Kingsley, wie auch in den letzten Jahren, immer unser Pokalfieber. Wir stimmen Sie ein auf die Partien. Moment mal, Robben, so wie er ist. Von rechts nach links und dann rechts vorbei. Also morgen 18.30 Uhr, Volkswagen Pokalfieber. Hat er in Russland auch nur einen Einsatz. Und Holtby! Und, da ist das 1:0. Holtby auf Naray und genau 24 Minuten gespielt, 1:0 ASV. Also wieder Khaled Naray, der wie gesagt gegen Sandhausen schon zweimal eingenetzt hat. Das war der entscheidende Moment, dass Holtby freigespielt wurde und bei Khaled Naray. An Sakai vorbei und Elfmeter. Naja, kam zu spät. Hat dann noch Sliding Tackling versucht, Sakai, aber schauen wir nochmal. Puh. Also ja. Und Sandro Wagner, der Ex-Nationalspieler. Das macht er aber mal ganz mit kalter Hundeschnauze. 31. Minute. Übermotiviert. Goretzka. Schön! Ach, war das ein tolles Tor. Ha, das Hackentor vom alten Schlawiner Sandro Wagner. Klasse. Goretzka, Hacke, Wagner, 2-1, 41. Minute. Das war zum, ganz ehrlich, Zungenschnalzen. Schauen Sie hin. Wagner schaut ganz genau, wo steht denn der? Und zack. Weiß gar nicht, war es die Hacke oder hat er sich reingedreht? Wieder Knost. Ferrati mit der 31. Und fast da. Komm an, Ribéry. Weiter geht's. Sanchez kommt da nicht mehr ran und dann wieder eine Hacke. Das wäre natürlich eine Riesennummer gewesen nach dem. Rudi mit dem Außenriss für Goretzka. Sehr schön. Das wäre ein brillantes Tor gewesen. Rudi mit dem Außenriss für Goretzka und Coman frei in. Sandro Wagner ärgert sich, dass es sich zum Triple gereicht hat. Hier Goretzka mit der Hacke für Coman. Irgendwie haben sie auf die Hacke eingeschossen. Da war schon schön runtergeholt, Franzke. Ribéry. Und Sanchez. Und den kann er auch reinbringen. Völlig frei mit dem linken. Jatta. Eckball. Und da ist das 3:1 für die Münchner. Der Jubiläumsmüller. Der 10-jährige Müller trifft in Hamburg. 73. Minute.
Ob er das noch weiß, Ball war abgefälscht und ist halt auch eine Kopfgeschichte, eine hundertprozentige Kopfgeschichte. Ribéry, schön, Kimmich. Ribéry lässt durch und da ist das 4-1 durch Müller. Kimmich, Ribéry und Müller. Das war klasse. Nach 85 Minuten. Das war Fußballfreude. Kimmich, Ribéry lässt durch und dann sieht er, dass das kurze Eck frei ist, dass der Torhüter Richtung langes Eck spekuliert und dann rein ins Kurze gegen Polasbek, da kann er nichts machen.